Ja, meine Damen und Herren, kommen wir zum Abschluss unserer kleinen Trilogie über Neoliberalismus. Ich war vorhin auch ein bisschen, ja, musste erst mal ein bisschen überlegen. Es zieht einen schon runter, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Ich verstehe, warum so viele von Ihnen das nicht machen. Es zieht einen runter, ja, es ist unangenehm, ne? Diese Dinge sich anzuschauen. Aber einen hauen wir noch raus heute, ja. Zwei Eigenschaften hatte ich im letzten Video noch mal versucht zu erklären, brauchen wir in dieser Gesellschaft, in dieser neoliberalen Gesellschaft, um vorwärts zu kommen. Und diese Eigenschaften sind Egoismus und Opportunismus, meine Damen und Herren. Egoismus ist elementar wichtig, weil in das neoliberale System, diese Ideologie, diese marktradikale Ideologie macht uns klar, dass wir mit dem, unser Humankapital steigern müssen und mit dem eigenen Arsch an die Wand kommen müssen. Wir müssen uns durchsetzen, weil alles ein Wettbewerb ist, meine Damen und Herren, und zwar das ganze Leben gegen Menschen. Wir müssen uns durchsetzen gegen alles, was unseren Weg behindert. Deswegen auch eine marktradikale Ideologie, weil sie radikal ihnen sagt, was sie zu tun haben. Ich habe persönlich halte von Radikalen nichts, meine Damen und Herren. Habe ich nie gehalten. Ja? Weil das immer Leute sind, die nicht reden wollen. Und wir sind in einer Demokratie. Und in der Demokratie ist es wichtig, dass wir Kompromisse schließen und Kompromisse finden. Radikale grenzen sich ab und festigen ihre Meinung. Dadurch gibt es keinen Dialog mehr. Und wenn in einer Demokratie kein Dialog mehr da ist, gibt es keine Demokratie. Ja? Und wir sehen die Ausschweifungen im Bereich Radikalität bei Linksextremen, bei Rechtsextremen, bei Marktradikalen, überall. Also das Fundament unseres ganzen Landes ist völlig ausgehöhlt, zerbröselt unter all den Positionen, meine Damen und Herren, unter all den Leuten, die versuchen, ihre Sicht durchzusetzen, aber diesen Kompromiss nicht schließen wollen. Ja? Und das ist das Problem. Es wird nicht mehr geredet. Es wird nicht mehr aufeinander zugegangen. Und die Perversion dieses Systems, um das nochmal ganz klar zu sagen, warum sie auch Egoismus später brauchen, wo das herkommt. In den ersten Jahren, wenn unsere Kinder klein sind, versuchen wir ihnen, das wird ja auch in diesen Kinderfilmen immer wieder gezeigt, versuchen wir ihnen klarzumachen, dass menschliche Werte wichtig sind, Freundschaften, dass man aufeinander zugeht und so weiter und so weiter. Das bröselt im Laufe der Zeit. Wichtiger sind dann Statussymbole in der Schule oder anderswo. Ja, dann beginnen Mechanismen der Ausgrenzung, über die ich auch schon in anderen Videos zu Genüge gesprochen habe. Gerade in dieser Corona-Situation aktuell haben wir diese Ausgrenzung seit über 2 Jahren erleben wir das. Ja, das findet im Erwachsenenkreis statt, im Kindesalter bedingt, aber im jugendlichen Alter oder im frühen jugendlichen Alter, also verstärkt sich das immer stärker. Immer stärker, immer mehr. Ja? Und die Ursachen liegen einfach in Spaltung. Ja? In dem, ach, wie kann ich das erklären? Ich glaube, Sie wissen, was ich meine. Statt Menschlichkeit und Tugenden sind für uns andere Dinge wichtig. Was jemand konsumiert, was er politisch wählt, was er oder sie ja, vielleicht privat gemacht hat oder was auch immer. Ja? Wir finden immer Aufhänger, um andere fertig zu machen. Das klappt. Und ein Grund dafür ist eben unser System, in dem wir leben, meine Damen und Herren, dass das aktiv fördert, dass Spaltung aktiv fördert, wie wir sie überall sehen. Und seit 2 Jahren halt ganz stark. Sie werden also lernen, schon im frühen Jugendalter, dass Egoismus entscheidend ist, um vorwärts zu kommen. Denn nur Sie sind wichtig in diesem neoliberalen System. Denn Sie müssen Ihr Humankapital steigern, Sie müssen besser sein als andere. Alles ist ein Wettbewerb. Und in diesem Wettbewerb muss man Menschen ausstechen. Ja, das heißt, das Entscheidende ist, dass Sie besser sind als andere. Und das ist wesentlich wertvoller als Menschlichkeit, meine Damen und Herren. Das ist das, was unser System uns sagt. Ja? Dieser Egoismus zieht sich natürlich durch das gesamte Leben. Ihre Position ist wichtig, die anderen sind Quatsch. Wichtig ist, dass Sie, wie gesagt, mit dem Arsch an die Wand kommen. Ja, was die anderen machen, ist egal. Und ein gesunder Egoismus, das kann ich verstehen, meine Damen und Herren. Natürlich muss jeder von uns gucken, wo er bleibt. Aber um welchen Preis? Ja? Wenn wir eine Gesellschaft haben von Leuten, die nur auf diese Dinge schaut, dann ist es keine Gesellschaft. Dann ist es eine Ansammlung von Individuen, die versuchen, ihren besten Vorteil zu ziehen. Und das macht uns verwundbar. Auch auf internationaler Bühne. Für all diejenigen, die das ausnutzen, meine Damen und Herren, diese Gemeinschaft kaputt zu machen. Ja? Böse Zungen behaupten, dass auch das Ziel des Neoliberalismus ist, meine Damen und Herren. Gut, machen wir weiter.
Opportunismus ist entscheidend. Wenn Sie sich bei Ihrem Arbeitgeber, Ihrem Vorgesetzten anschicken wollen, machen Sie, was er sagt. Schauen Sie, wie Sie Ihre Karten spielen. Und drehen Sie sich, wenn nötig, wie auch unsere Kanzlerin Merkel beispielsweise das ja perfektioniert hat, drehen Sie sich in die Richtung, in die Sie, in die Sie gerade müssen. Ne? Also Frau Merkel hat nichts anderes gemacht in ihrer gesamten Amtszeit und war die perfekte, ich behaupte, perfekte Repräsentantin dieses Landes, wie wir jetzt sehen. Ja. Abgesehen davon, dass sie fantastische Marketingberater hatte, beziehungsweise in dem Sinne, also Personalberater, ja, wie sie sich gibt, wie sie sich darstellt und so weiter. Wahnsinn, wow. Also ich selbst bin immer wieder fast hypnotisiert gewesen bei ihren Reden, weil sie wirklich das so gut gemacht hat. Also toll, wirklich klasse. Aber da waren ja noch ein paar andere Punkte, die sie vielleicht auch hätte anders machen können. Aber egal, Schwamm drauf. Das Bild ist wichtig, meine Damen und Herren. Der entscheidende Punkt ist, wir wollen jetzt nicht über Kanzlerin Merkel sprechen. Ich wollte nur noch mal klar sagen, der Opportunismus, den sie perfektioniert hat, spiegelt ganz gut wider, wo wir stehen. Um uns durchzusetzen, um uns anzupassen, müssen wir opportunistisch sein. Tun wir es nicht, fliegen wir raus. Ja? Und bei der ganzen Zwangsimpfungsgeschichte ist es genau das Gleiche. Passen Sie sich an, machen Sie mit oder Sie sind raus. Und das ist, wie gesagt, zieht sich durch diese ganze Gesellschaft. Wir leben also in einer mittlerweile, kann man das sagen, umfunktionierten Gesellschaft, die als Hauptwert vor allen Dingen Egoismus hat und die in einer Starrigkeit, in einer Sturheit nicht mehr bereit ist, die demokratischen Grundwerte zu verteidigen, nicht mehr bereit ist zu investieren in Dialog, nicht mehr bereit ist zu investieren in Menschlichkeit. Und in Tugenden, weil die nicht profitabel sind. Wir haben im letzten Video oder in den letzten beiden Videos geklärt, dass Menschlichkeit nicht abgerechnet werden kann durch unser System. Das ist eine nette Dreingabe, meine Damen und Herren, aber das war's. Diese Dinge werden nicht abgerechnet und sind nicht profitabel. Und sie sind in einer Menschenfabrik, in einem System, meine Damen und Herren. Und nicht umsonst sollen sie sich bald Mikrochips wie in Schweden, das schon, ich glaube, 6000 gemacht haben, unter die Haut pflanzen lassen, meine Damen und Herren, damit sie immer maschinenähnlicher werden. Denn eine Menschenfabrik muss immer effektiver werden, immer mehr wachsen, immer kontrollierter werden. Die Abläufe müssen immer also systematisiert werden, immer optimiert werden. So ist das bei einer Maschine, meine Damen und Herren. Wir werden eine Maschine werden. Das hat mit Menschlichkeit nichts zu tun. Ein System, das Menschlichkeit nach ganz hinten stellt, ist nicht im Sinne von uns, weil es unsere Werte, weil wir nicht nur die Werte, die wir haben, weil all unsere Fähigkeiten, die man viel besser nutzen könnte, wäre dieses System nachhaltig. Im Sinne von, wenn wir was machen, machen wir es richtig. Und zwar so, dass es funktioniert. Wir kaufen nicht ständig was Neues, weil das alte Auto in den Arsch geht. Wir kaufen nicht ständig irgendwas, weil jedes Unternehmen neue Produkte permanent am Markt platzieren möchte, um Knete zu machen. Wir setzen auf Nachhaltigkeit. Ja? Und all die Leute, die dann jetzt von Klimawandel und Dings und Dings sprechen, das ist, meine Damen und Herren, das ist so eine Heuchelei. So eine Heuchelei. Dieses neoliberale System ist in sich so anpassungsfähig. So anpassungsfähig, dass völlig egal ist, welche Ideologie gerade herrscht. Früher war es rechts, im Zweiten Weltkrieg war es rechts, stramm rechts. Jetzt ist es ultralinks. Ja? Und es sind in Deutschland immer die Extreme, meine Damen und Herren, die sie bedienen. Auch das spielt dem Neoliberalismus in die Hände. Ich für meinen Teil verstehe nicht, warum wir die Tugenden eintauschen gegen maschinisierte Abläufe. Ich verstehe es nicht. Ich möchte nicht in einer Welt leben, die so weiterläuft. Ich möchte nicht in einer Welt leben, in der drei Controller mir im Nacken sitzen und gucken, ob ich mit den Leuten auch einen guten Job mache. Und dann schauen, wo man sparen kann, was ich hätte besser machen können. Ich möchte nicht, dass Leute, die keine Empathie haben, mir sagen, was Empathie ist. Ja? Aber das ist Realität und es wird immer schlimmer. Was glauben Sie, was die Konsequenz ist, meine Damen und Herren? Dass Ihnen die Scheiße um die Ohren fliegt. Und das sehr bald, so wie es aussieht. Aber gut, Sie haben gewählt. Ich bin Demokrat. Ich akzeptiere Ihre Wahl. Leider müssen mindestens 15 bis 20 Millionen Menschen mit darunter leiden. Und mehr. Tschüss.